Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Und damit ist die Mall für diese Stadt eröffnet. Juhu. Hey, juhu. Du da und du bist der Erste, der in die Mall reingehen darf. Alter, das ist ja richtig cool. Ich bin der erste Customer. Oh ja, und wenn du alles cool findest, dann gehört dir dieser Monster Truck. Was? Der ist dann einfach danach meiner? Ja, vorausgesetzt. Du lässt auch alles heil und machst da nichts kaputt. Ja? Nichts anfassen. Ist gerade neu alles. Okay, ich bin ganz vorsichtig, dann versprochen. Mit, dann komm mal mit, Jüngchen. Ich zeig dir mal hier ein bisschen. Sogar mit einer Drehtür. Wie cool ist das denn? Oh ja, bitte das Glas nicht berühren. Das wurde gerade eben erst. Hallo, passt mir zu zweit hier überhaupt rein? Das wurde gerade eben erst geputzt. Ich hoffe doch. Kommen Sie hier mal mit rein. Ja, hier drinne okay. Gibt es nämlich was ganz, ganz Tolles für Sie. Und zwar dürfen Sie jetzt hier gleich mit rechts am Glücksrad drehen, wenn Sie einmal nein. Auf dabei. Und wenn nein. Es auf Rot landen sollte, habe ich eine tolle Überraschung. Okay. Ich zieh dran, okay? Ja, zieh dran. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. So, auf Rot muss oben sein. Ja. Oh mein Gott, okay. Komm schon, go. Oh mein Gott. Nein. Komm schon noch ein bisschen. Ja. Oh nein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da macht's spannend hier, Und das war's. Es ist blau oben. Okay, wo kommen? Wollen Sie nochmal probieren? Oder einmal noch. Okay, rot. Oh. Ich drücke die Daumen. Jetzt komm schon. Da kommen Sie. Bitte. Ja. Oh. Ja. Oh. Na. Leider gelb. Weißt du, was Sie bekommen hätten? Das Auto diesen hier, oder Ferrari was? Hier. Diesen Ferrari hier. Nein. Ja, den hätten Sie ja noch zusätzlich bekommen. Aber als leider ob. Chance vertan, ne? Selbst okay. Schon. Na gut. Okay, dann weiter dann geht's weiter. Anscheinend. Also, ja. Wenn Sie Bescheid wissen, hier sind die Toiletten. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich noch neu. Die sind nämlich gerade unter Reparatur. Okay, warte. Ich muss einmal... Hallo! Hier wird gerade noch gebaut. Nicht einfach so raufgehen. Hier wird gerade noch gebaut. Ich muss auf Toilette. Immer aufhören! Mit der... Nicht einfach so auf Klo gehen hier. Bitte kommt mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Die sind ja richtig... Können Sie mich... Hören Sie auf! Aua! Die Klos sind gerade neu, habe ich Ihnen eben schon gesagt. Jetzt kommen Sie bitte raus aus dem okay, Klo. Okay. Tür zu, außerdem war das das Frauenklo. Das war das Männerklo, oder nicht? Ich weiß. So, kommen Sie raus hier. So, alles so, gut. Tür zu. Alles bitte klar. Ich wollte doch nur ganz kurz Lulu machen. Alles entspannt, Kollege. Okay. Kommen Sie hier rein. Und zwar gibt es hier einfach Fahrräder. Ja, also... Oh, okay. Ja, wenn Sie... Ja. Sag mal, haben Sie das gerade berührt hier? Haben Sie gerade das pinke Fahrrad hier berührt oder was? Nein. Ich würde das niemals berühren, Sir. Berühren Sie bitte nicht das pinke Fahrrad, weil sonst kippen die nämlich alle um. So, was haben wir hier vorne noch? Hier können Sie, gibt auch einen Snackautomaten, ne? Ja. Was haben Sie gemacht hier? Nichts. Sie haben doch hier... Guck mal, was Sie machen da! Sag mal, was machen Sie denn? Guck mal, was Sie machen! Das haben Sie gerade gemacht. Ja, aber das ist trotzdem wegen Ihnen. Na gut, okay, dann drücke ich nochmal ein Auge zu. Haben Sie Hunger auf einen Snack? Das können Sie sich nämlich hier vorne am Automaten holen. Ja, aber ich sehe okay. gerade außer Betrieb. Der ist gerade außer Betrieb. Wie außer Betrieb? Okay. Ich werde es mal probieren hier, mal gucken. Der geht halt gerade nicht. Ich nehme aber Cola. Sie machen nur Faxen hier bei mir in der Mall. Na gut, okay. So, dann kommen Sie mal hier bitte hin. Hier ist nämlich eine Apotheke. Hier vorne. Okay, so, hier kann ja, man sich Pharmazie kaufen. Und hier hinter Ihnen, das ist einfach ein Friseursalon, ne? Also wenn was? Sie mal einen Friseur wollen, können Sie das Ganze hier tun. Okay, alles klar. Jetzt noch, ne? Guck mal, hier vorne, hier ist einfach eine Bäckerei, da gibt es auch leckere Kuchen, ne? Aber jetzt gerade ist noch nichts am Start, deswegen dauert das noch ein bisschen. Und hier vorne können Sie, hey! Was? Sag mal! Die Donuts sahen bombastisch aus. Spinnen Sie? Was machen Sie denn hier? Das war aus Versehen. Einmal auf meinen Kuchen rauf. Das war aus Versehen. Guck, das war ich habe aus Versehen Sie so gemacht. Jetzt sofort raus. Hey, hört ihr auf! Das war aus Versehen. Ich wollte demonstrieren. Au! Gewahrsamzelle. Gewahrsamzelle. Du kommst jetzt in die Gewahrsamzelle. Nein. Doch, und zwar sofort. Oh. Hey, komm her jetzt hier. Lassen Sie mich in Jüngchen. Ruhe. Jüngchen. Lassen Sie mich in Ruhe. Wo bist du? Oh mein Gott. Wo bist du? Oh mein Gott. Das. Hä? Wo sind Sie? Was machen Sie da? Das Eis umgekehrt. Was machen Sie für Sachen? Das Auto, das war gerade neu, aber ich habe doch gesagt, nichts anfassen. Okay. Alles kommen Sie gut. Mit. Ich sehe Sie hier. Denken Sie, ich sehe Sie nicht? Okay. Jetzt schießen Sie auch noch. Okay, tut mir leid. Okay, so, wir können die Tour weiter fortführen. Okay? Ja, gut, dann hören Sie zu. Hier ist einmal so ein Fastfood-Laden. Und das Coolste kommt ja überhaupt jetzt erst noch. Und zwar dieser... Spielen Sie da Graffiti? Nein, das würde ich niemals tun. Ich habe gerade eine Sprühdose gehört. Nein. Hier haben Sie gerade Graffiti rangespült, die Farbe ist noch frisch. Das ist der Golden Nugget, kennen Sie das nicht? Die Farbe ist frisch, Kollege. Die Farbe ist nicht frisch. Die Farbe ist ganz frisch.
So, das reicht mir. Okay, zeig hier ist für Sie abgesperrt. Hä? Da ist für Sie abgesperrt. Okay, so. Wenn Sie meinen. Sie können jetzt da drin bleiben, das ist mir ganz egal. Was machen Sie? Was machen Sie denn da? Lass mich raus, da ich verwüsste dir alles. Sie was? Okay. Alles klar, ich lass sie raus. Hier, bitte. Okay. Und. Ey! Wand durchgeschnitten. So, geht das? Ja, okay, danke. Danke, ja, hat geklappt. Kein Problem, hat geklappt. Kein Problem, okay. Okay, weiter geht's, ja. Guck mal, zeigen hier mal vorne gibt es noch Boote. Hier. Bitte benehmen Sie sich. Aber das ist natürlich das Krasseste. Das Krasseste kommt jetzt erst. Hallo! Nix. Was denn? Ich hab nichts in der Hand. Du nicht Feuer hier oder sowas, ne? Nein, mach ich nicht. Okay. Keine Sorge. Pass auf. Ich möchte dir mal was zeigen. Und zwar haben wir hier vorne noch das Mall Museum, ne? Das ist nicht ganz ohne. Dafür muss man nämlich hier hin, so. Okay. Und Sie sehen es eventuell schon. Hier sehen Sie alle möglichen Bilder über die Mall, ne? Wie die gebaut wurde, Pieper. Oha. Oha, das ist echt richtig verrückt. Also, ich lasse jetzt erstmal kurz ein... Ey, ein Monitor ist außer Betrieb gerade gegangen. Hey, der war doch eben gerade... Heide. Okay, der ist mal, außer Betrieb gegangen, glaube ich. Da muss ich Handwerker Willi Bescheid sagen, keine Sorge. Okay, ja, danke, okay, sagen Sie ihm Bescheid, damit die Bescheid wissen. Ich gehe mal ganz kurz in den Security-Raum. Machen Sie mal bitte keine Faxen jetzt. Ich komm... Sag mal, also, haben Sie, ich glaube, jemand ist gerade innen drin. Ich glaube, jemand... Au! So, ey, okay. Sie gehen jetzt weg. So, okay, gehen Sie in den Security-Raum. Ich muss mich mal kurz um ein, zwei Sachen kümmern und Sie machen bitte keine Faxen hier in der Mauer. Nein, würde ich niemals tun. Würde ich niemals tun. Wenn irgendwas kommt oder solche Monster. Nein, natürlich nicht. So, okay, hier vorne, was können wir hier machen? Günther, hast du schon die Energie aufgeladen? Oh, Fitnessbereich. Okay, hat er anscheinend gemacht. Alles klar. Wo ist denn Günther? Alle wieder nicht am Arbeiten hier, oder was? Hier, Günther, bist du hier? Nee, auch nicht. Was war das für eine Explosion hier? Was war das? Oh, gar nichts. Eine Explosion irgendwo. Hey, hier brennt es. Was? Einmal bitte Feuerlöscher auf Gang 4. Einmal bitte Feuerlöscher Gang 4, bitte. Okay, okay, Feuerlöscher. Was ist denn hier passiert? Waren Sie das hier, oder was? Jetzt das war ich nicht. Ich war gerade einen Burger holen. Ich glaube, hier war, ich glaube, hier war gerade ein Einbrecher oder sowas. Ein Einbrecher? Sind Sie sich da sicher? Sehr sicher. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Gut, dann holt Sie sich einen Burger in aller Ruhe. Ich gucke nochmal draußen. Ich muss nochmal was abchecken draußen. Okay, okay. Holen Sie sich ruhig einen Burger. Ich gehe kurz zu Big Food. Keine Sorge. Hier. Ein dicker Döner. So, wo sind Sie denn? Ach, das. Hier. Alles ich klar. Ich wollte mir gerade ein Boot kaufen. Ist das in Ordnung? Ah, Sie müssen, glaube ich, machen Sie das ruhig. Kaufen Sie ein Boot. Sie müssen bloß den Hammer in der Hand behalten, weil sonst sieht Ihre Hand ganz, ganz komisch nach oben aus. Ne? Ja? Hey! Okay. Hey. Das habe ich jetzt. Was denn? Das habe ich jetzt gesehen. Aua! Nee, bleiben Sie bitte. Ich habe nichts gemacht. Jetzt brennt das hier! Feuerlöscher Gang 2! Also ich muss immer nur hinter Ihnen herräumen, sag mal. Guck mal, ich krieg's gar nicht gelöscht. Das Boot war einfach on fire, muss ich sagen. Ich glaube, dass Sie hier einfach so Sachen anzünden. Was soll denn das werden? Was denn? Ich gehe jetzt mal kurz hier nach draußen. Alles entspannt hier, Kollege. Okay, wo sind Sie? Alter! Hier vorne. Hier? Hier war mein Auto. So, ich muss einmal ganz kurz hier... Sie haben doch noch einen Monster Truck. Dann holen Sie sich den Monster Truck hier vorne ab. Ich würde mal gerne den Monster Truck... Was ist das denn? Hä? Das kenne ich nicht. Machen Sie ruhig. Was ist das? Sieht aus wie ein... Sieht aus wie ein Zombie von Walking Dead. Ein Fernsehzombie oder so. Hey. Oh mein Gott. Blöder Zombie. Oh Gott. Oh Gott. Wow! Okay, der Fernseher ist auf jeden Fall... Guck mal, hier, da ist gar nichts mehr. Der Fernseher ist aus. Ich glaube, der Fernseher ist aus, oder? Okay. Oh mein Gott, okay, das Ding ist komplett Schrott. Oh ja, Alter. Das Ding ist echt komplett kaputt gegangen. Hier, noch ein bisschen Knochen für Sie über. Bitteschön. Sag mal! Ey, da fällt ein Baum! Die Allee wurde eben gerade erst gepflanzt. Au! Ja, so, Sie benehmen sich jetzt mal ein bisschen. Ja, okay, mein okay, Gott, okay. Muss ich alles erklären, oder was? Nein, alles gut, alles gut. Ja, alles entspannt, okay. Sir. Alles gut. Was machen Sie denn da? Steigen Sie aus! Ihre blöde Maul! Steigen Sie aus! Oh. Was machen Sie denn? Oh mein Gott, die Monster, eine Karte. Ihre blöde Maul! Das ist der allererste Maul. Tag heute. Das ist der allererste Tag. Ihre blöde Maul! Gehen Sie aus dem Auto sofort da raus! Was machen Sie? Das habe ich. Sie kommen her. Sie sind festgenommen. Hier spricht die Polizei. Das ist Security-Bereich. Raus hier. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Sind Sie rausgelaufen? Sie werden mich niemals finden. Wo sind Sie denn, hä? Sind Sie versteckt hier irgendwo oder was? Ich kann nicht glauben, dass Sie einfach hier reinkommen mit einem LKW in meine Mall. Die ist einen Tag alt. Was ist denn das? Oder eine Minute. Was ist denn das für ein Ding? Hier? Das war ein schön paar Krass. Oh mein Gott! Ich habe irgendwas... Was denn? Irgendwas habe ich gerade getan. Wieso, wo sind Sie denn? Was ist das für ein Ding? Hier irgendwo in der Filmbereich? Im Filmbereich? Nee, Weinabteilung. Oh, wie schön das hier ist in meiner Mall. Ne? Guck mal, hier auch die Fernseher, die laufen alle.
Naja, gut. Wo sind sie denn? Sind sie draußen oder was? Nein. Ich bin hier ganz entspannt unterwegs. Nicht. Ich glaube, ich kann sie gar nicht sehen. Ich bin hier gerade bei Bigfoot. Und sie? Ich bin hier nirgendwo. Naja, gut. Sag mal, ich höre dich schon wieder. Ich höre schon wieder Feuer irgendwo, oder nicht? Nee, ich weiß gar nicht, was sie meinen. Nein, ich bin. Ist hier Feuer in diesem Bereich? Ich bin hier nirgendwo unterwegs, Sir. So, alles. Okay. Es ist dunkel hier. Ich dachte, es gerade hier wäre Feuer. Nee. Ah, hier sind die Security Cams. Ah ja, gucken wir mal, ob wir dich hier irgendwo sehen. Nee, die funktionieren auch alle gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ich höre hier Feuer. Okay. Ich löse, glaube ich, lieber mal den Alarm aus, oder? Bringt das was? Nein, hier ist nirgends Feuer, Sir. Alles gut. Ich riech doch auch Rauch. Sag mal! Hier brennt! Hier brennt ein Regal! Wo brennt ein Regal? Wo sind die denn? Mitten im Supermarkt brennt ein Regal auf einmal aus dem Nichts! Oha! Das war doch sie! Das war ich nicht. Na gut. So. Also ich glaube, ich bin Schweinpfeifen. Stehen bleiben! Wo sind sie jetzt? Ha! Ich bin versteckt. Sie werden mich niemals finden. Hier brennt's ja auch im Lager! Also wirklich, sie zünden ja hier überall was an. Sag mal! Wo sind sie, hä? Ha! Oh mein Gott, was geht hier ab? Wieso? Oh, das ist gerade gar nicht gut. Oh mein Gott. Hä? Was machen sie da? Was machen sie denn da? Die ganze Mall brennt! Was machen sie? Noch nicht alles. Ey! Die, komm her! Die zünden sie! Ich wusste, dass sie das sind! Ah! Ah! Au! Meine Fahrräder, nicht die! Aua! So, sie hören auf hier! Also, pass auf, Sir! Ich muss jetzt alles löschen! Also, erstmal werde ich jetzt hier. Was? Nein, aussteigen. Au! Hey! Sie sind doch völlig irre! Oh! Ha! Oh mein Gott! Wenn Sie gerade wüssten. Sind Sie hier auf Klo? Sind Sie auf Klo gelaufen ganz schnell? Hören Sie es? Nee. Kann man hier nicht mal eine Ruhe auf Klo gehen, eine Minute oder was? Hören Sie es? Mein Fahrrad. Mein Fahrradgeschäft. Meine schöne Mall, die ist ja komplett Schrott jetzt. Nein, noch ist sie nicht Schrott. Alles entspannt. Haben Sie eine gemacht, Sama? Sie sind ja völlig am Durchgehen. Es gibt da noch schlimmere Dinge. Yeah, ich will nichts sagen oder so, ne? Wo sind sie, hä? Wo sind sie versteckt? Sir? Ja, hier nochmal löschen, ja? Wo sind sie jetzt? Draußen läuft etwas rum. Wieso? Was soll draußen sein? Hier, ich will sie ja nicht beunruhigen oder sowas. Wackelt denn der Boden hier so komisch, hä? Yo, was ist denn das? Ist das ein T-Rex? Das sieht aus wie ein T-Rex. Passen Sie auf, der T-Rex ist hier sogar die Lampen auf. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was macht der da? Der haut ja komplett die Lampen kaputt. Alter, der geht ja völlig durch. Nehmen Sie mich mit. Hauen Sie ab. Steig ein bei Ihnen. Ja. Fahren Sie. Ah. Sie sind ja völlig irre. Warte. Fahren Sie. Rammen! Ja! Oh mein Gott! Raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machen Sie da? Oh! Passen Sie auf! Laufen Sie! Schnell weg! Oh Gott! Tür auf! Das ist unser beides Problem. Wir müssen den irgendwie besiegen, den T-Rex. Okay, warte. Oh mein Gott! Er geht in die Mall rein! Er beißt sich in die Mall! Er beißt sich in die Mall! Oh mein Gott! Er macht die ganze Mall! Die Mall war doch gerade neu! Alter, das komplette Ding jetzt hier gerade. Ey, du blöder T-Rex! Nimm das! Ich muss ihn irgendwie anzünden oder sowas. Oh mein Gott, warte, kann man hier Shotgun? Nein, du T-Rex! Brenn! Oh ja, ich habe ihn angeschossen. Ja, nochmal. Warte, ich bind ihn fest. Oh, die Beine. Okay, ich habe ihn festgebunden. Was macht er da? Er ist festgebunden. Alter. So, er kann nicht mehr laufen. Er steht wieder. Auf den Kopf. Schieß ihn auf den Kopf. Weiter. Auf die Beine. Der kann nicht mehr lange. Ja, ich hab dein Bein taub gemacht. Sehr, sehr wichtig. Alter, auf einmal kommt hier so ein gruseliger Riesen-T-Rex an, Alter. Ich weiß, das sah jetzt ganz, und ganz gut. Und sie komm auch ins Gefängnis. Ey, was soll das? So. Hey, kommt sie her. Was machen sie? Oh mein Gott, sie sind der Zugfresser. Ich bin der Trainee. Meine schöne Mall. Ich komme nicht mal rein. Ich mache ihre Reifen kaputt. Meine ganzen Reifen kaputt. Da sind sie, ich sehe sie. Achtung. Ich zünde ihren billigen Laden an. Also jetzt reicht's mir. Jetzt gibt's richtig
Jetzt kann ihre Mauer richtig dran glauben. Nee. So weit kommt's noch, dass sie jetzt da noch irgendwas falsch machen. Ja, dass sie noch irgendwas kaputt machen. Hey! Aufhören! Ich werde es im Einstürzen bringen. Ich mach alle Pfeiler jetzt weg. Hör sofort auf. Ich komm jetzt zu ihnen. Jetzt alles einstürzen. Bam! Bleiben Sie stehen! Komm! Bleiben Sie stehen! Au. Ja! Warum stürzt das nicht ein? Ins Gefängnis! Ey Leute, der sieht einfach so extrem groß aus. Okay, lass mal anfangen mit so einem relativ entspannten Fahrzeug. Wie jetzt hier so einen kleinen Go-Kart. Mal gucken, wie stark das Ding ist, Leute. Es ist ja endlich mal wieder so weit. Wir haben jetzt eine schöne Tierdon-Folge. Wir haben ja richtig viel Tierdon mal gemacht. Wow! Mit Tagiwagi, Leute. Hals zerstört. Und jetzt ist einfach der Regenbogenfreund da. Oh nein. Einfach schon das erste Loch. Und er hat gefragt, ob ich mal wieder ein Tierdon bringen kann. Und ja, Mann, Leute. Ich habe sowas von Bock drauf. Na, wir werden ihn heute komplett auseinandernehmen. Den komplett großen Regenbogenfreund mit den Autos jetzt hier schön gegen sein Bein gegen. Oh, naja, doch, ist schon ein bisschen was abgebröckelt bei ihm, aber ich kann nicht mehr fahren, leider. Ihr müsst mir jetzt auf jeden Fall einen Gefallen tun, Leute, und es ist vielleicht ein großer Gefallen. Drückt jetzt mal richtig doll auf den Like-Button. Lasst uns heute mal die 10.000 Likes schaffen, wenn ihr mehr von Tierdon sehen wollt, wie wir so gegen andere Charaktere wieder Autos reincrashen und die dann quasi aufhalten. Alter, das war auf jeden Fall gerade auch ordentlich. Aua, richtig was drin. Ich glaube, der wird aber einfach viel zu viel aushalten, Freunde. Ich habe ja auch noch richtig krasse Waffen am Start, die ich benutzen kann, wie zum Beispiel so ein Laserschwert. Damit können wir komplette Sachen zerstören, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier die Schaufel einfach abgemacht oder jetzt hier oben. Warte, ich stelle aber ganz kurz drauf. So, wartet. Zack, das Ding hier abmachen, Leute. Und ey, ich sage euch, Tier, das macht so viel Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal ein heftiges Fahrzeug, Leute. Oh, tut mir leid. Das können wir jetzt nämlich nutzen, das halbe Fahrzeug, um jetzt hier richtig in ihn rein zu düsen. Ja, und tschüss eigentlich. Wow. Yo, Leute. Alter. Oh, so viel Explosion. Und oh nein, es hat einfach jetzt hier direkt schon so ein Feuer angefangen zu brennen. Oh, Leute, das wird sich wahrscheinlich auf den Regenbogenfreund gleich auswirken. Ich glaube, ich gehe mal hier ein bisschen weiter nach hinten. Hier ist auf jeden Fall ein richtig schöner Sportwagen, mit dem wir jetzt hier schön in ihn reinfahren können. Ich glaube, ich mache auch gleich mal so einen richtig krassen Pipe-Bomb auf mein Auto rauf, dass es nochmal einen heftigeren Effekt hat. Und ich will auf jeden Fall direkt schon mal hier auf seinen Arm gehen, Leute. Ja! Der ist nämlich gleich ab. Und, oh, können wir noch fahren? Wir können noch fahren. Oh Gott, das Feuer verbreitet sich echt richtig doll. Ich sehe nichts, so viel Rauch. Okay, wir sind leider ein bisschen kaputt gegangen. Das macht mir auf jeden Fall nichts aus. Ich habe leider gerade schon so ein Ding falsch platziert, Leute. So, hier kommen jetzt nämlich so ein paar kleine Teile raus. So, und zack. Und deswegen, wir können jetzt hier nämlich schön die nutzen, um jetzt hier in den Regenbogen reinzufahren. Und dann sind wir quasi wie so ein, wie nennt man, Leute, diese Würmer mit so Zacken an der Seite, die so richtig reinbohren. Oh, und... Das war ja ein kompletter Reinfall mit dem Wagen. Guck mal, wie wir jetzt hier drin sind. Das war ja total schlecht von uns. Und das nochmal schlechter. Ich glaube, es wird Zeit, hier größere Geschosse aufzufahren mit so einem richtig, richtig großen Bus, Leute. So, Regenbogenfreund. Du wirst jetzt hier mega, mega Schmerzen haben. Oh, yo, der hat ein komplettes Loch in der Schulter, Leute. Und das Feuer. Wie krass sie das einfach gerade erweitert. Der wird bestimmt richtig Feuer im Hintern bekommen. Na, können wir vielleicht diesmal den Zementwagen bändigen? Das ist eines der schwersten Fahrzeuge zu fahren, Leute, weil da so viel Zement drin ist, dass man immer sehr, sehr leicht umkippt. Deswegen muss ich sehr langsam fahren. Oh nein. Dann nehme ich halt so einen Monster-Truck, Leute. Der sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Hahaha. Regenbogenfreund. Macht ihr auf was gefasst? Leute, ich sag's euch, wir werden jetzt hier den Arm abtrennen. Wir gehen jetzt hier komplett. Ja. Ja. Jetzt sind wir hier wie ein Regenwurm im Apfel. Jawohl. Und komm schon. Oh Gott. Ja, nach unten. Oh. Leute, sehr gut. Oh, warte. Jetzt kann ich hier sogar noch schön in seinen. Oh, was? Es brennt hier überall. Bam! Oha! Wir sind gerade voll durch sein... Aua! Unser Fahrzeug ist kaputt. Wir sind gerade voll durch sein Bein gegengefahren. Und es komplett ist einfach gerade am Brennen. Ich glaube, er würde auf jeden Fall gleich anfangen, auch zu brennen. Macht Platz hier für ein richtig crazy Auto. Oh, warte mal. Lass uns mal dieses Boot, Leute, voll machen. Mit diesen richtig, richtig krassen Bomben jetzt hier. So, kurz hier raufgehen. Und jetzt können wir hier schön... Wir haben ein paar Passagiere jetzt hier, ne? So, einmal hier Emil, ne? So, alle ranmachen. Hier hinten auch nochmal. Und dann nochmal aufs Boot vorne, so richtig so, als
als hätten wir so einen richtigen Stoßdämpfer jetzt hier. So, Alter, das wird dem so wehtun, Leute. Eww, unser Boot ist ganz, ganz gefährlich. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nur vorsichtig sein, dass wir nicht zu schnell damit dem Ding fahren. Okay, leichte Beschleunigung. Leichte Beschleunigung. Leichte Beschleunigung. Ja, das Boot fliegt. Fliegboot, mach kaputt. Mach kaputt und boom, ich höre es nur explodieren. Es leckt komplett und hat's kaputt gemacht, Leute? Ist das Boot? Warte mal, ist das Boot gerade in ihm drin? Oh mein Gott! Was, Leute? Das Boot ist hier komplett durch. Hä, wo ist denn das Boot hin? Oder sind wir durch? Hä, wo ist denn das Boot hin, Leute? Das ist hier, glaube ich, irgendwo aufgelöst. Das hat sich komplett aufgelöst. Wir machen diese Teile auf jeden Fall echt mega, mega viel Spaß. Deswegen hier nochmal ein paar hinmachen. So, zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen was bauen. So, okay. Und jetzt sind wir bereit zu fahren aus dem Weg hier. Ich bin mit meinem krassen Gabelstapler am Start. Nicht umkippen. Wenn du umkippst, ist sehr, sehr kontraproduktiv. Können wir jetzt hier vielleicht den ersten Arm von dem Regenbogenfreund abtrennen. Boom. Was eine Mega-Explosion. Aber der Arm? Ah, oh Gott, warte mal, mein Auto. Ich glaube aber, der Arm, Leute. Oh, guck mal. Der hängt da jetzt nur so richtig leicht dran. Ich glaube, der ist, ja, fast schon jetzt. Man kann es sehen. Der ist hier gerade fast am Abfallen. Das ist gerade so, als würde irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein kleines Seil nur dran sein. Wie beim Zahnziehen. Und jetzt pass auf. Oh. Ja, und jetzt schön gegen den Arm gegen. Wichtig. Ah, komm schon. Ah, ah, ah. Ich glaube, wir müssen mehr auf den Körper gehen. Aua. Erstmal in den Schulbus gehen. Okay, kleiner Regenbogenfreund. Jetzt wird's ganz, ganz übel für dich aussehen. Ich fahre jetzt nämlich voll in dein Gesicht. Bam! Yo, Leute. Das war wie wir gerade echt mega, mega heftig. Oh, oh. Oh, oh. Hier ist ja komplett alles abgebrannt. Was? Okay, warte. Ich muss Wendekreis, Wendekreis. Oh, ich glaube, unser Bus, der, nee, ich glaube, da kann man auch nicht mehr Kinder mit transportieren. Ich glaube, der Regenbogenfreund möchte richtig Ärger haben mit mir. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie heftig ich bin. Haut da rein, ihr blöden Autos. Boom. Okay, mit dem Ding scheint es wohl doch nicht so gut zu funktionieren. Aber wir können trotzdem rüberfahren und werden jetzt... Alter, das Ding ist voll schnell wegen diesen, dieser Booster da, ne? So, ganz, ganz vorsichtig. Und jetzt hier schön reinbrettern, Leute. Ei, ei, ei. Ja, gegen den Arm. Und boom. Hey, wir sind abgeklatscht wie so ein Ping-Pong-Ball. Na toll, der fährt sich, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht müssen wir noch einmal von unten attackieren, Leute, dass er einfach so hinfällt, weil der Arm, der hängt so auf halb acht. Den will ich jetzt auf jeden Fall weghaben, Leute. Der Arm nervt mich da vorne. Ich muss jetzt ganz gezielt hier die Rampe nehmen, Leute. Zack und boom. Oh yeah, der Monster-Bagger ist am Start. Alles klar, Leute. Dann mal ganz kurz aus dem Weg jetzt hier. Hey, nein, mein Bagger hängt in dem Wagen fest. Hallo. Okay, muss ich halt rüberfahren. Hallo. Vorbeifahren. So, jetzt geht's aber. Okay, da, oh, wir können doch gleich mit dem Panzer auf ihn raufschießen, Leute. Nee, ne? So leicht kommst du mir nicht davon. Aufstehen jetzt hier. Hallo. Nein, meine Baggerschaufel ist abgebrochen. Und jetzt? Ja, können wir wieder reingehen. Alles entspannt, Leute. Ich habe alles geregelt jetzt hier, ne? Kein Problem jetzt hier im Paradies. Abfahrt. In den Regenbogenfreund, der andere Arm. Oh, ja, Leute. Und jetzt hier richtig reincrashen. Was? Was? Yo, und jetzt hier nochmal ganz kurz. Warte. Ja, ja. Ich häng fest, aber das war gerade sehr, sehr viel Schaden, den wir gemacht haben. Jetzt wird's ganz, ganz verrückt, Leute. Das Leben ist auf jeden Fall echt nicht mehr viel von dem. Ich werde jetzt hier, glaube ich, mal anfangen, mein Auto so ein bisschen anzuzünden. So, geht das hier mit dem Flammenwerfer? Nee, ne? Ey, ich dachte, ich kann nicht das Auto anzünden und dann so richtig so quasi wie so einen brennenden Pfeil da reinschießen. Aber es scheint nicht so funktionieren, aber ich kann jetzt trotzdem, pass auf, Leute, und zwar richtig den dicken Schaden machen. Ich werde jetzt hier nämlich wie ein Bandwurm agieren. So, rein hier. Und, ja gut, wieder raus. Aber Leute, habt ihr gerade gesehen, das Feuer macht gerade schon wieder Schaden. Ich kann es kaum erwarten, gleich den Wagen hier zu nutzen, Leute. Aber der Bus wird es auf jeden Fall auch tun. So, Regenbogenfreund. Weiter rein geht's bei dir in dein Gesicht. Ja. Oh Gott, Leute, wir bohren uns durch. Wir bohren uns durch bis zur Krone. Yo.
Alter, das war gerade richtig krass. Wie viel Schaden haben wir den gerade einfach gemacht, Leute? Wie der einfach aussieht, komplett durchlöchert. Meep, 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 meep. Jetzt machen wir mal was ganz, ganz Heftiges, denn wollen wir uns ja auch ein bisschen steigern. Hier kommt jetzt überall ein bisschen Nitro, Glycerin ran, Leute. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und zack. Und jetzt können wir auf jeden Fall das ganze Teil nutzen, um richtig eine krasse Explosion auszulösen. Ich glaube, wir sollten mit dem Teil dann so ein bisschen weiter unten reinfahren, also komplett den Bauch aufsprengen. So, und rein da! Boom! 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 Oh! Alter! Was war denn... Ich kann nicht mehr fahren. Wie krass sieht denn bitte schön das gerade aus, Leute? Yo. Ja, okay. Und jetzt pass auf, Leute. Schön mit dem Bus hier rein und boom. Ey, wir haben jetzt fast den Kopf, Leute. Wir haben jetzt fast den Kopf. Ah, 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 ah. Auto. Nein, nein, nein. Leute, ihr hättet echt nicht mehr viel Leben. Ich glaube, es wird gleich Zeit, dass wir ihn komplett mit dem einen großen Wagen absolut auseinandernehmen. So, jetzt hier ganz kurz die ganzen Baumstämme jetzt noch in ihn rein platzieren. Ja, zack. Und jetzt, pass auf. Oh, oh, ich bin rausgefallen. Mein Wagen hat sich aufgelöst. Mein Wagen hat sich aufgelöst. Aber die Baumstämme sind platziert. Die sind alle mit Giftäu besprüht. Das heißt, er wird, glaube ich, gleich sowieso in sich hineinwinseln. Und ich meine natürlich Giftfeu oder wie das Ding heißt, ne? Keine Ahnung. So, rein jetzt hier mit dem absoluten Mega-Fahrzeug. Wupp-boom. Wupp-boom. Oh, okay, warte, wir sind unten auf dem Boden gelandet. Aber wir können jetzt, glaube ich, hier mit dem Ding... Oh, nichts mehr berühren. Komplett seine Beine auseinandernehmen. Zack. Ein Bein, Leute. Rückwärts fahren, rückwärts fahren, rückwärts fahren. Und jetzt hier komplett das andere Bein, Leute. So. Kurz bisschen Schaden machen. Hallo. Hey. Warum geht der nicht kaputt? Der Wagen hält ihn einfach noch auf Trab. Jetzt ist der dem Ende nahe, Leute. Also wenn er jetzt nicht drauf geht, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht mehr, weil jetzt übertreibe ich übertrieben. Mein ganzes Game wird auch anfangen zu laggen. Das wird ganz, ganz crazy, ob das aussieht. Mal gucken, ob das überhaupt mein PC schaffen wird. So, jetzt alles voll hier machen. Ich ist hier gefühlt wie so ein komplettes Paradies. So, also wenn der jetzt das Ganze überlebt, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Wenn der das überlebt, dann ist es auf jeden Fall auch verdient, dass er da noch steht. Egal. Egal, ich mach One-Man-Army, Leute. One-Man-Army. One-Man-Army da rein und boom. Oh, nein. Ey, komm schon. Ah, ah, Mann. Mir reicht jetzt, Leute. Alle Pläne, die ich mache, gehen schief. So, jetzt kommt der Panzer und jetzt wird der Regenbogenfreund abgeschossen. Boom. Boom. Oh, oh, nicht drauf gehen. Boom. Oh, mein komplettes Spiel leckt. Mein komplettes Spiel leckt, Leute. Weil ich, glaube ich, gerade seinen Kopf abschieße bis zum geht nicht mehr. So, und ihr könnt sehen, ja, bam. Und das war's mit dem Regenbogenfreund, Leute. Er ist komplett K.O. Wir haben ihn komplett auseinandergenommen. Er ist jetzt nur so eine Statue oder sowas, ne? Das Leben ist auf jeden Fall auf komplett null gegangen. Oh, Herr Officer, was geht ab? Was geht? Kasper? Kommt hier mal sofort runter von hier. Ich hab's schon extra festgenommen. Ich sehe ihn nicht mehr. Okay, okay, okay. Sag mal, sie wollten gerade mit diesem Motorrad in diesen riesigen Mr. Beast reincrashen, oder was? Mr. Beast. Ja, ja. Alter. Ich wollte gucken, wie viel er aushalten kann, weißt du? Der nimmt nämlich gerade ein Video auf und wir beide sind da einfach drinne. Oha, oh mein okay. Gott, wie cool. Okay, wir müssen den auf jeden Fall zerstören, ist die Aufgabe. Mit welchem Fahrzeug fahren wir jetzt zuerst rein? Mit so einem ich Ding nehme hier das Cabrio. Oder nimmst du das? Oh mein Gott, ich hast du das Cabrio nehmen, oder? Ich steig bei dir ein, ich steig bei dir ein. Lass bleib stehen! Okay, alles klar, ich bin drinne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, okay, okay, ich bin sehr gespannt. Oh. Und kaputt machen auf die Beine. Oh, und seine Kniescheibe. Ja. Oh, was? Was? Davon ist ja gar nichts mehr da, sag mal. Das Kabel ist ja komplett schritt. Ich hätte diese Nike-Sneaker oder Mr. B-Sneaker an, ne? Oh, aber guck mal, sein Knie, Bro. Oh. Boah, der hat da echt jetzt eine OP bald, ne? Alter. Der hat gesessen. Hm, nicht schlecht. Yo, Alter, das Arme, war krass. Okay, pass auf, pass auf. Ich habe hier ein Auto und zwar einen tiefer gelegten Subaru, so ein Nissan oder sowas, ne? What? Steig mal okay, ein hier, steig mal ein hier. Der sieht schon, Alter, der sieht richtig krass aus, ne? Wow! Yo. Alter, wie abgeht! Du hast hinten das Licht kaputt gemacht. Das Rücklicht ist Schrott. Okay, glaubst du mit Anlauf oder wenn man richtig reincrasht mit richtig Anlauf, Speed? Anlauf, ja. Alter, die haben doch Panzer und so leicht, ne? Ich weiß, Alter, da kommen so krasse Fahrzeuge drauf. Okay, ey, komm, Mr. los geht's. Beast, du wirst nicht überleben, und Kollege. Schwung! Wow! Ja, Alter! Auf die Kröte. Was? Guck dir das an! Oh,
Du hast die Tröte einfach getroffen. Was war das denn für ein Alter, Ding? Alter, jetzt kann der keine Durchsagen mehr machen, glaube ich. Das war sein Megafon, wenn er so sagt, ja. So, heute werden wir 100 Millionen Leute 1 Euro Alter. Geben. Krass. Alter, guck mal. Und wir haben noch so ein bisschen sein Schienbein getroffen, ne? Und dann ja, lass auf die Hände gehen, lass auf die Hände gehen. Das macht stimmt, den auf die Hände ist gut. Ich bin überlegen, ob wir hier ein Fahrzeug mal so ein kleines bisschen tunen sollten. Oh, so einer, okay. So ein kleines Ding hier oben drauf. Denk dran, dass das auch anfängt an zu brennen, ne? Ich wollte es nur sagen. Dann könnte das hier alles abschmieren. Das wäre richtig. Wieso bist du überhaupt blau? Du bist bei mir einfach blau. Ich bin nicht blau. Hä? Natürlich, du bist komplett blau. Ja, keine Ahnung. Ich sehe mich ja selber nicht. Okay, dann los. Oh Gott. Oh Gott, vorne mit dem ich hab gar nicht so viel Speed genommen. Nitroglycerin. Oh! Nein! Nein! War stark und ich hab viel Schaden gemacht. Alter, guck mal, der Oberschenkel. Obwohl wir ohne Explosion ist das Ding gerade gedingst, ne? Guck dir das mal an, Alter. Ist doch voll explodiert, das Ding. Bei mir ist nicht explodiert gerade. Achso, okay. Aber voll das Loch rein. Ist drin hängen geblieben. Ich sehe gerade, guck mal, was hat denn der da am Pullover? Siehst du das? Wo? Der hat da irgendwie eine Kreditkarte oder sowas hängen. Siehst du das? Das braune da? Wo denn? Ach hier, das Ding. Von vorne. Das ist eine Kreditkarte, oder was? Oh mein Gott, lass mal runterholen, vielleicht ist da noch Geld drauf. Okay. Nee, das ist ein Gürtel, guck dir mal hin, das ist ein Gürtel, Bro. Ja, ich dachte, das ist doch normal, das ist ein Gürtel, du Blindfisch. Wusste nicht, ich hab dich erkannt, ey. Okay, komm, wir brauchen jetzt noch ein nächstes Ding. Weil der hier vorne. Wenn wir den heute nicht besiegen, ne? Doch, dann müssen wir für ihn arbeiten. Okay, du musst dich hinten auf die Ladefläche stellen. Ehrlich? Oh Gott, glaubst du, das geht? Warte mal, ich könnte dich da festhalten, oder? Ich glaub, geht das? Weiß ich nicht. Nein, ich glaub nicht. Okay, steh drauf. Halt dich fest. Nein, das probier's. Das hört nicht. Doch, klar. Gib Gummi. Oh Gott. Jo. Oh. Gib Gas. Oh, ey, wie was machst du denn? Was machst du? Oh. Alter, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Das hat sich wehgetan. Ey, du bist voll braun. Ja, du bist voll blau. Was ist hier los? Du bist verzaubert. Bist du ein bisschen verzaubert oder sowas? Ja, ich glaube auch. Okay, was als nächstes? Oh, hier war so ein LKW. Wo ein LKW? Oh, hier vorne einfach den schwarzen Schnellen hier. Guck mal hier. Aber weißt du, was da hinten noch fehlt? Ja, meine Rakete. Nitroglycerin. Ja, und auch eine Rakete. Pass auf. Geh du schon mal rein. Eine Rakete. Ich kann eine Rakete ranmachen, dann fährt das Ding nochmal doppelt so schnell. Warte. Alter, als ob. Ich muss aber das erstmal hier präparieren ein bisschen. Oh, nee, so nicht. Warte, okay, sondern so geht das Ding. Das. So, zack. Oh ja. Mein Gott. Oh, die eine, ich weiß nicht, ob die sieht uns ein bisschen auf dem Boden, oder nicht? Ja, ist gut. Da fliegen wir aber nicht so doll hoch. Hier okay, nochmal. Okay, und jetzt? So. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich im richtigen Moment starten drücken. Okay, fahr erstmal da vorne hin. Mit Fullspeed schon mal. Okay, bist du ready? Ja! Ich starte die Dinger! Fahr! Oh, oh mein Gott! Alter! Oh nein! Wie krass Schaden gerade gemacht! Ey, das hat dieses ganze Insulin kein Schaden. Alter, ein riesiges Loch im Bauch gerade, ne? Junge, aber der hält viel aus! Mehr als ich dachte! Hätte ich echt nicht gedacht, der steht richtig steil wieder. Ich glaube, wir müssen auf die Beine gehen, dass er ein Bein verliert, weißt du? Ja, aber dann. Ja, okay. Oder auf die Hände halten, dass er so Gleichgewicht oder auf die verliert. Hände, dass er nur noch einen Arm hat. Weiß ich auch nicht. Hast recht, okay, komm, hast recht. Lass mal probieren. Ich habe hier vorne was vorbereitet. Siehst du das? Wo denn? Ja, guck mal hier. Auto. Hier, hinter dir. Fahr ich schon los gerade. Jo, was ist denn das? Das muss ich dir einmal ganz kurz zeigen. Das muss ich dir einmal ganz kurz zeigen. Pass auf. Alter. Kannst du mir mal kurz was hinspawnen? Irgendwie ein T-Rex oder so? Hast du sowas? Warte Sekunde. Ich spawne mal ganz kurz was Cooles hin. Und dann geh bloß in Deckung, Digga. Das Auto kann nämlich noch irgendwas. So. Oh mein Gott. Siehst du den? Ja, den sehe ich. Guck hin. Okay. Was kann das Auto? Der ist nicht hoch genug. Der ist nicht hoch genug. Ich brauche was Größeres. Du musst was Größeres spawnen. Der ist zu klein. Okay, dann hol ich was Größeres. Hast du einen T-Rex? So, er steht oben drauf. Okay. Drauf. Pass auf, guck auf ihn. Ja. Ich muss hier ein bisschen zielen. So, und Feuer! Buh! Hä, geht der überhaupt kaputt? Nein. Siehst du, was ich hier mache? Ich habe einen Laserstrahl, nein, der durchschießt. Nein, ich sehe nichts. Doch einen ganz kleinen. Siehst du nicht? Ganz kleinen Babystrahl sehe ich. Ja, also nee, einsteigen. Der ist es auch. Oh mein Gott, der ist abgefallen, der Laser. Was ist mit diesen Leuten los? Du bist durchgefahren bei mir. Okay, egal, komm, steig ein hier. Der Laser schaltet jetzt in den Himmel. Alter, der ist kaputt. Was willst du damit machen? Ja, reincrashen. Ich sehe den Laserstrahl halt bei mir gar nicht. Du bist voll langsam. Gib mal Gas. Der Laserstrahl ist Schrott. Der ist Schrott. Der ist abgefallen. Was? Alter. Alter, wie viel ist denn da? Oh mein Gott, ich fall durch die Map. Die ganze Leber ist weg bei dem gefühlt. Oh, der Arme, Alter, ich sehe es. Das sieht richtig krass aus. Okay, wir brauchen noch was Heftigeres.
Okay, was ich glaube, guck mal hier, da ist sogar schon der Kofferraum aufgegangen, ne? Das bedeutet, hier soll man einfach nur so ein bisschen Nitroglycerin reintun. Ja, okay. So, Alter, das kann was werden. Pack rein damit. Ja. Jetzt habe ich schon wieder diesen komischen, weiß ich auch nicht, diesen Zauberstab neben mir. Oh Gott. Und jetzt? Oh Gott. Okay, jetzt wird's krass. Oh Gott, oh Gott. Ey, was machst du? Mann! Bro, das hat ja gar nichts gebracht. Hat voll lange gedauert, das da rein zu tun. Na toll, dann nehmen wir einen daneben. Nehmen wir hier den hier, oder? Diesen Pickup. Pack einfach hinten drauf. Ja, okay, machen wir hier ein bisschen. Okay, jetzt kommt hier eine richtige Ladung hinten drauf. Ja. Das wird richtig krass werden. Pass auf, Kollege. Oh Gott. Alter, wie viel willst du da noch aufmachen? Ein bisschen. Oh Gott, okay, du willst aber auch wissen. Okay, los. Oh Gott. Muss ich fahren? Okay. Oh, vorsichtig. Oh Gott. Okay. Okay, und? Aber welchen am besten? Welcher best? Rechts, links oder so? In Are, linken Arm. Let's go! Was? Was? Ey, bei mir ist es nicht explodiert. Bei mir auch nicht. Du hast ihn nur gestriffen. Ich glaube, ich habe echt nur gestriffen, oder? Du hast ihn dann echt nur gestriffen, leider. Ey, Alter. Guck mal, schade. Hat der nochmal Glück gehabt, denn ist der Beast, ne? Vielleicht dieser hier, guck mal, siehst du das? Diesen mit dem roten Kran nach oben. Welche rote Oh. Da hänge ich jetzt dein Motorrad dran. Nein, lass mal Motorrad in Ruhe. Doch, das hänge ich da jetzt dran. So, oh mein Gott. Hängst du mir nicht ran. Okay, warte. Da ist Nitroglycerin dran, ne? Kannst du das? Ja, oh mein Gott. Ich hab's. Oh mein Gott, vorsichtig. Oh. Okay, vorsichtig. Ich steig rein. Okay. Wie fährt man denn den ganz, Arm aus? Ganz vorsichtig. Denk dran, ne? Und jetzt? Nein! Was machst du denn? Was machst du beim Motorrad? Ich hab nichts! Das Motorrad wurde Schrott jetzt! Na toll! Ey, was? Das ist einmal weggeflogen bei mir. Alter. Ja, Mann. Okay, komm, wir brauchen was Krasseres. Ich will den jetzt zerstören, ey. Der nervt mich. Mit so einem Zement-Dingens. Okay. Hat der keinen. Ich nehm den hinter dir. Der ist voll langsam. Ready? Ah! Ich schieb dich! Ah! Ich schieb dich! Ah! Ich bin voll in seinem Fuß gelandet. Boah, ich bin voll rein, volle Kanone reingekrascht. Auf den kleinen Zeh bin ich gelandet. Das Schmerzhafteste. Alter, ich sehe es. Nicht schlecht. Alter. Und was hast du ihn getroffen? Sein Bein, Oberschenkel. Oh ja, Oberschenkel, ich sehe es. Okay, Alter, wieder nach oben. Schwede. Wir müssen, glaube ich, wieder ein Fahrzeug tunen. Jetzt wird's, glaube ich, ja. Jetzt ist hier ans Eingemachte. Wollen wir das hier nehmen? Den Panzer? Den Panzer? Oh Gott. Was hast du da für ein Auto, hä? Willst du das nehmen? Den anderen, der auch nochmal schießen kann? Wo ist das andere Ding? Schieß den kaputt, dein. Den nimmst du nicht! Ansteigen! Nein! Du bist so unkorrekt! Wie kann man so unkorrekt sein? Wie du da noch sitzt! Ey! Wo bist du? Ey, du bist. Fährst, oh mein Gott! Was machst du denn? Wo bist du? Bin drin! Ja, ich bin. Jetzt! Okay, komm, steig ein hier! Hau ab mit den Dingern, Digga. Davon geht der Panzer auch kaputt. Hast du schon was rangemacht? Nee. Hör auf! Ey, Digga. Ah! Ich schieß dich kaputt! Ja, mit was denn? Mit was denn? Na toll, fährt auch nicht mehr das Teil. Mit was willst du mich kaputt schießen? Ey! Ey, unkorrekt, wir sind doch gegen Mr. Beast. Ich weiß, das geht nicht mehr. Ich weiß. Du hast die besten Autos kaputt gemacht. Gar nicht. Komm, wir hier hinten. Jetzt brennst du da so. Was ist das denn? Oha! Okay, steig rein, komm! Ich will auch so. Oh mein Gott, ich nehm das große hier. Oh mein Gott, was ist das denn? Hey, nein, siehst du nicht, was dahinter ist? Bro, das ist so ein Propeller-Ding! Was? So ein Heli, so ein Mini-Heli, nimm den! Was? Nimm den Mini-Heli! Kannst du mich fliegen? Geht nicht, ich kann nicht einsteigen. Ah, schade. Okay, du kannst in den Truck fahren. Okay. Alter, der Truck brennt hier! Ich weiß, ich hab außer dem Feuer gelegt. Aufs rechte Knie von uns aus! Ich kann ihn nicht kontrollieren. Abflug! Der lenkt nicht. Oh, wow. Alter, das Bein! Oh mein Gott, das Bein! Alter, okay, mein Ding lenkt hier nicht. Geh ich nur mit so ein kleines Auto. Alter, ich seh's. Wow. Nein! Du kommst ja nicht mal ran, Digga. Was ist los bei dir? Das Auto war voll langsam. Aber guck mal hier. Es hängt, glaube ich, nur an so einem kleinen... Ja. Streifen, ne? Oh mein Gott, das brennt so krass da hinten. Ah, okay, aber nicht schlimm. Steht noch. Okay.
Alter, es brennt da hinten richtig doll. Was ist da passiert? Ich sehe hier eins, da ist so ein Geschütz hinten dran. Setz du dich mal ans Geschütz. Siehst du das? Hier hinten. Oh. Komm ran hier. Ich pack das so, dass du da schießen kannst. Okay, warte, ich komm. Ich schieß jetzt, okay? Okay. Oh Gott, geh ran da. Oh Gott, bin ich doch. Hä, bei mir stehst du noch in der Luft? Kannst du schießen? Ich kann nicht lenken. Dann steig aus. Ich hab's verbuggt. Nein, fahr. Du stehst bei mir noch daneben. Ja, ich hab sein Knie getroffen. Okay, sehr stark. Hä, Bro, bei mir scheint es einfach daneben. Okay. Was hast du denn jetzt gemacht? Okay, komm. Fahr damit rein hier. Fahr damit richtig rein. Oh Gott. Gib ihn. Mit Vollgas. Oh, Flug. Ja, oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, Alter. Alter, das fährt doch noch. Oh mein Gott. Das fährt echt noch, das Teil. Oh. Ah! Oh mein Gott, Digga. Alter. Jetzt du hast Gas gegeben mit dem Ding. Ich wollte gerade aufs Bein fahren. Du bist manipuliert. Gar nicht. Komm, wir nehmen den hier als nächstes. Mit der Schaufel also vorne. Also hier? Ja. Mit der Schaufel? Okay, pass auf, da kommt was. Was ja, rein. Ja, mach du hinten so Nitroglycerin oder so rein. Und ich bin sogar noch hinten mit drin. Okay. Schieß ihn ab, während wir fliegen. Okay. Krass. Nicht so viel, Bro. So. Und jetzt. Du willst auch schon wieder wissen. Let's go. Oh Gott. Gib oh Gott. Stulle. Schieß ihn ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Hier fällt ja alles auseinander! Das ist eine komplette Wand runtergefallen, oder nicht? Ich sehe auch nicht, sah so ein bisschen so aus. Okay, komm, wir haben ihn fast halbiert! Nochmal okay, ein bisschen, wir haben ihn fast, geholt. Wir sind halbiert, ist fast draufgegangen. Hier vorne, warte mal, welches, irgendwas groß, richtig groß noch. Hier, ich nehme diesen Truck. Oh mein Gott. Okay. Alter, du hast draufgeschossen gerade. Bin ich auch ein Truck. Okay. Ready? Let's go! Abflug, Mr. Beast! Abflug aufs linke Bein! Alter, was? Ich hab ihn auf jeden Fall gut gestriffen gerade. War stark. Wir müssen nur noch mal das andere Bein ein bisschen mehr treffen. Warte, vielleicht mit meinem Zauberspruch. Ich weiß. Alter, was machst du da? Hä? Ich hab da Eis dran gemacht. Du bist einfach vereist hinten. Ich bin einfach eingefroren. Okay, der ganze Truck ist hinten abgebrannt, aber... Gut für mich, weil jetzt habe ich ganz viel Fläche für Nitroglycerin. Oh. Verdammt! Das war kein Nitroglycerin. Soll ich dir mal ein bisschen einfrieren hier? So, hör mal auf, nicht meinen Truck einfrieren. Okay, warte mal. Ich nehme diesen Oh mein Gott, was ist das für ein Gigakran? Wo? Bro, der ist so krass. Alter. So krass groß. Okay, hier. Ich kann sogar die Beine ausfahren, die Supportbeine. Oh Gott. Gerade hier das Ding. Ich nehme den Bus. Yes, ma. So. Okay, bist du ready? Ich crash volle Kanone jetzt rein, ne? Der hat jetzt wirklich... Ich komm mit Bus Ansage. Jetzt! Ready? Los! Oh mein Gott, Digga, guck ihn an! Was hast du gemacht? Oh mein Gott, was passiert? Alter! Er crasht! Alter! Er crasht, Digga, oh mein Gott! Wie, er crasht? Ja, er fällt zusammen! Bei mir nicht? Bro, bei mir? Ich hab eine PS, bist du ein bisschen besiegt! Er was? Oha! Wir müssen ihn bei dir auch noch zerstören. Er sieht auf jeden Fall echt kaputt aus. Ich mach mal das hier mal weg. Bei mir ist er komplett kaputt. Ich nur ein Bein. Jetzt auch bei mir. Wow. Ja, sehr gut. Und ich zerstöre ihn ein bisschen mit Laserstrahlen. Mr. Beast. Mit 1 FPS. Mit dir, Mr. Beast. Hab mit ich auch. 1 FPS. Oh mein Gott. Gleich ist er weg. Gleich ist und er im Boden verschwunden. Er ist verschwunden. Er ist bei mir auch verschwunden. Mann. Ja, Mann. Was? Ja, wir haben Mr. Beast einfach besiegt. Juhu. Juhu. Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einfach hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.